Hi, herzlich willkommen. Hier ist die KAG, da ist unsere Kirche und was man hier alles machen kann, zeige ich euch. Innerhalb der gegebenen Hygieneschutzbestimmungen ist hier der Betrieb ganz normal. Hier drüben ist die Bücherwand, da könnt ihr Bücher hinbringen, vorbeibringen, ausleihen. Und dort drüben ist der Verteiler, da könnt ihr üblich gegebenes Essen aus Supermärkten einfach kostenlos mitnehmen und essen. Das hier ist die Leselampe, hier könnt ihr lernen und abhängen und Getränke gibt es für 1 Euro. Ich schreibe hier gerade meine Bachelorarbeit, weil hier einfach Ruhe ist und Platz ist. Und hier ist außerdem auch Platz zum Lernen. In der KAG gibt es auch ein vielfältiges Sportprogramm. Neben den regelmäßigen Terminen wie Fußball, Badminton oder Yoga treffen wir uns auch einfach spontan gerne mal und spielen Frisbee im Park. Bei gutem Wetter auch gerne mal Beachvolleyball. Oder ihr kommt einfach vorbei und spielt mit uns hier Kicker, Billard oder Tischtennis. Die KAG öffnet extrem große Freiräume für kreative Arbeit. Hier sind wir in unserem Bandproberaum, den ihr als StudentInnen gerne nutzen könnt, um für eure Bands und Projekte zu üben oder zu proben. Wir sind mittlerweile auch ein etablierter Konzertort für studentische Konzerte. Das heißt, wenn du oder wenn ihr ein Konzert plant und einen Ort sucht, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich unterstütze euch auch bei der Umsetzung. Wir sitzen gerade im Innenhof und verbringen hier unsere Pause vom Lernen. Also wie das hier so üblich ist. Man kommt halt irgendwie zusammen, verbringt Zeit miteinander und macht sich das Leben ein bisschen leichter, also den Studienalter. Ja, hier gibt es eigentlich super viel. Also Menschen, die sich einfach so treffen untereinander und ein bisschen Zeit verbringen. Oder es gibt auch Programmpunkte wie zum Beispiel Theater oder ich glaube auch Tanzen und Badminton. Jetzt wurde draußen in letzter Zeit der Innenhof neu gestaltet von einigen fleißigen Menschen. Auch wenn du noch niemanden kennst, einfach vorbeikommen, genau davon lebt die KAG. Bei uns gibt es alles, was das soziale Herz begehrt, von am Feuer sitzen und quatschen, über einen Cocktailabend bis hin zur Wandertour. Bei der KAG-WG wohnen wir dann meistens für eine Woche oder 5 Tage hier in der KAG zusammen und schlafen auch hier. Und kochen auch immer abends was Leckeres für alle, die Lust haben. Ja, KAG will ein weiter Raum sein. Beratung soll den Raum weit machen, der Seele. Und Seelsorge auch, vielleicht eher unter der Sinnfrage. Wo ist unser Leben, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und dafür gibt es auch diesen großen Raum hier, der auch nochmal die Seele ganz weit machen will, bis zum Himmel. Ein Obdach für die Seele zu suchen, das ist, glaube ich, Spiritualität. Unter welchem Horizont leben wir und sind wir? Sie fragen sich vielleicht, was ist denn mit Beratung gemeint? Sie werden erleben, Sie fangen jetzt neu ein Studium an. Das ist eine neue Lebenssituation, ein neuer Lebensabschnitt. Da passieren Umbrüche, ein Neustart in Ihrem Leben, der Sie verunsichert, der Sie ganz viel neue Abenteuer erleben lässt. Aber da ist es manchmal hilfreich, mit jemandem von außen das Gespräch zu suchen, weil Sie irritiert sind, weil Sie selber an sich neue Seiten erleben und die gar nicht einordnen können. Kurz gesagt, sie sind etwas aus dem Tritt und da hilft es schon mal, nicht nur mit den besten Freunden bei einem Glas Kölsch darüber zu reden, dass es ihnen gerade nicht so gut geht, sondern dass sie sich hier eine Beratungssituation schaffen und suchen, wo sie das überlegen können, was ihnen gerade schwerfällt und mit mir das bedenken können. Ja, was ist KAG? Eine große Frage. Erstmal ist das KAG, was ihr draus macht. Es ist ein großer Raum, in dem vieles möglich ist, in dem sich Menschen, in dem sich Studierende entfalten können. Ob sie hier Musik machen, Proben oder Aufführungen machen, ob künstlerisch hier was geschieht mit Bildern, ob hier einfach nur gefrühstückt wird und diskutiert wird, Programm gemacht wird, all das soll durch euch geschehen. Vieles ist möglich, natürlich auch Beten und Sinnsuche. Das alles, was ihr daraus macht, ist KAG. I come here to the KAG to practice my piano lessons. It is fun here, it's a new semester, so I invite all of you to come and practice, cook, whatever it is you want to do, meet a new community, meet new students and have fun here. So you are all welcome back into the new semester, so make sure you make it a point to come to the KAG. Thank you very much.